gemeinsam mit euch. Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freuet euch, der Herr ist nahe. Das ist der Wochenspruch auf diesen vierten Advent. Wir haben ihn als Kehrvers eben im Eingangslied gesungen. Und ich freue mich ganz besonders an diesem Sonntag, auf diesen Gottesdienst. Auf Sie, lieber Herr Schwöbel, herzlich willkommen hier in unserer Mitte. Professor Dr. Hans-Peter Schwöbel wird heute nicht als Kabarettist auftreten. Er wird unseren Gottesdienst bereichern durch Texte, die zum Teil Mundartverdeutschungen der Heiligen Schrift sind und zum Teil eigene Reflexionen beinhalten. Um uns einzustimmen auf den Gott, der in unsere Mitte kommt, der menschlich wird, der unsere Sprache spricht. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Bitte nehmen Sie Platz. Es ist der Mann mit dem Abraham. Das ist eine philosophische Hochleistung, die bringt unseren Dialekt mit links. Da schreiben Philosophen ganze Regale voll über die Anwesenheit des Abwesenden. Kirchenleit sagen schon nichts Neues. Die Zelebration der Anwesenheit des Abwesenden ist das Fundament der abendländischen Kirche. Weh, weh an dem Tag, an dem der große Abwesende beschließen sollte, zum Anwesenden zu werden. Und die Kirche merkt es nicht. Und sie feiern weiterhin die Anwesenheit des Abwesenden, dabei ist er schon lange tot. Das ist der Mann mit dem Abnerarm. Wem das mit dem Arm zu gruselig ist, das kann man auch mit der Hose machen. Das ist die Hose mit dem abenden Knopf. Und wer jemals versucht hat, eine Hose mit dem abenden Knopf anzuziehen, wird Berichte kennen, dass der abwesende Knopf viel anwesender war als die anwesenden Knöpfe. Es gibt so etwas wie die radikale Präsenz des Abwesenden. Aber um das geht es jetzt nicht, wenn ich sage, arm dran. Arm dran ist einer, wo kein Gori, Zaster, Pulver, Pinge, Pinge hat. Arm dran, einer, wo krank ist und sich auf nichts freuen kann. Arm dran, einer, wo rachen und saufen muss, weil das Leben anders nicht aushält. Arm dran, einer, wo seine Kultur verloren hat, nichts weiß, nichts glaubt, nichts kann. Arm dran, einer, wo was weiß, was glaubt, was kann und kein Mensch interessiert sich dafür. Arm dran, die, wo ihr Waffen verloren haben und ihr Mutterspruch, ihr Heimat nicht mögen und die Heimat vom anderen verachten. Arm dran, wo einer sich nicht Kopf vor in ein gutes Buch stürzen kann, in ein schönes Bild, in eine tolle Musik, in eine feine Suppe. Arm dran, wo die Supermärkte immer größer werden, aber so weit weg sind, dass die, die immer Dapper laufen können, nicht wissen, wo sie ihr Zeug herkriegen sollen. Arm dran, wo einer meint, er wäre durch eigene Hände Arbeit, Millionär, gar Milliardär war und weiß nicht, wie viel Klicker hat, wie viele Menschen ins Geld verdienen und wie er von gesellschaftlichen Bedingungen profitiert. Arm dran,
einer, wo frech grinst über Finanzmasse, wo ihm und seine Aktionäre zufließe, und so dabbisch ist. Und so dabbisch ist, sich vorzustellen, wie es dort aussieht, wo das Geld fehlt, weil alles zu ihm hinlauf. So wenig Fantasie und Anstand im Kopf ist schlimmer wie nun an. Arm drauf, die Nodelstreife Hunne. Die Nodelstreife Hunne, wo 30% Gehaltserhöhung einstecke und mähne, bei Hartz IV gäbe es immer noch zu viel Gori. Arm drauf, die Nodelstreife Hunne, wo mit künstlichem Geld richtiges Geld kaputt mache und die Welt ins Unglück stürze. Arm drauf, alle, wo auf einem Arg Euro-Bappe habe und auf dem anderen Dollar, dass sie nichts mehr sehe, bloß noch Gott Mammon und verdammt Gottesdienste abhalte. Wagst dumm, wagst dumm, wagst dumm. Marktwirtschaft, höre ich sagen. Globalisierung? Lache mal. Man darf nicht jede Dummheit und jedes Verbrechen mit einer Werte absegnen, wie wenn die Menschen für ihr Verhalten nicht verantwortlich wären. Man sollte mal gucken, was das für ein komisches Wachstum ist, dass es immer mehr Arme gibt auf der Welt und was das für ein Wachstum ist, dass es Klima gibt. Wenn wir mit dieser Sort Wachstum weitermachen, sind wir alle in einer Ball. Arm drauf, Arm drauf, Arm Arm dran war auch Maria in ihrer Hütte im ärmlichen Nazareth und doch reich, beschenkt, gesegnet mit der Nachricht ihrer Schwangerschaft. Und dann bricht Maria in einen Jubel aus. Lassen Sie uns gemeinsam als Psalm für diesen Sonntag das Magnificat beten unter der Nummer 777 im Gesangbuch. Wie immer lese ich, was vorne steht, und ich bitte Sie, mit den eingerückten Zeilen zu antworten. Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wird von Geschlecht zu Geschlecht, bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf. Wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Thank you.
Lass uns beten. Gott, ob wir einstimmen können in den Jubel derer, die vor uns waren, die sich freuen über die Verheißung, dass du in unsere Mitte kommst. Gott, ob wir gefangen bleiben in unseren Enttäuschungen, in unserer Komfortzone, zu traurig oder zu träge zum Jauchzen, zu festgelegt und zu matt geworden. Du kennst unser Herz, Gott, unsere Sehnsucht und unser Verzagen. Befreie uns von dem, was uns niederdrückt, und hilf uns, die zu befreien, die niedergedrückt sind. Herr, erbarme dich. Hört, was die Heilige Schrift verheißt. Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr. Amen. Du ewigreicher, lebendiger, du wartest nicht ab, bis wir dich gefunden haben. Du selbst kommst zu uns mit deiner Freude. So gib, dass wir uns in dieser Zeit von dir einladen und mitnehmen lassen. Aus der Hetze unserer Tage führe uns in die Stille. Aus der Oberflächlichkeit bring uns zur Tiefe. Aus Angst und Zweifel befreie uns und mach uns Mut. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir laden nun die Kinder, die Großen, die Kleinen und die etwas Größeren, recht herzlich zum Kindergottesdienst ein. Wir treffen uns hier vorne an der Tür, gehen raus und am Ende des Gottesdienstes bringe ich die Kinder wieder vor an den Eingang bzw. auf den Kirchvorplatz. Als Schriftlesung hören wir Worte aus dem 1. Korintherbrief im 13. Kapitel. Die Worte, in denen Paulus das hohe Lied der Liebe singt. Wir hören es auf Kurpfälzisch. Ich bitte Sie, sich zu erheben. Wenn ich mit Menschen und Engelszunge rede kennt und gewaltig wie der Barack Obama oder der Jesus von Nazareth, dass es den Menschen kalt und heiß über den Buckel läuft und hätte kein liebwarmes Herz, wäre ich ein dobsender Klicker
und es schippern die Bigs. Wann ich alle Zeichen an der Wand und am Himmel lesen kennt und das Glück und das Unglück voraussage und wisst alles und det alles verstehe und het der richtige Glaube zum Berge versetze und het kein liebwarmes Herz, dann wäre ich ein Hannebambel und Labbeduddel. Und wenn ich alles, was ich hab und kann, der Arme gebe det, mein Leben aufs Spiel setze, auf den Scheiterhaufen gehe und het kein liebwarmes Herz, wär's für die Katz. Die Lieb ist zart und geduldig, sie ist nett eifersüchtig. Die Lieb will nicht herrschen und bloßt sich nicht auf, wie er tut voll Wahnsinn. Sie macht die anderen nicht runter, sie ist nicht egoistisch, sie schiebt nicht gleich in den Hals und ist keine beleidigte Leberwurst. Sie weiß nicht alles besser und hat nicht immer das letzte Wort. Sie ist nicht schadenfroh und ärgert niemand. Urecht tut ihr weh, aber ihr Schwester, die Wahrheit, die hat sie gern. Sie hält schwer was aus, schenkt Vertrauen, schafft Zuversicht und tragt Schwere mit Kraft und Ausdauer. Die Lieb hört niemals auf, während menschliche Wissenschaft scheitert jeden Tag und unser Spruch unergehe wäre und unser gewaltiges Wissen zur Bergwäsche zusammenschnappt. Jetzt sehen wir bloß Fetze vom Ganzen und unsere Prognose stochern im Nebel und flattern im Wind. Wann aber alles ist, wie es sein soll, ist Schluss mit der Fetze und man wäre das erste Mal richtig ganz. Wie ich ein Kind war, habe ich gedenkt und gerettet wie ein Kind. War gescheit wie ein Kind. Wie ich groß geworden bin, habe ich aufgehört, kindisch zu sein und bin doch Kind geblieben. Jetzt gucken wir in einen verbrochenen Spiegel und hören ein dunkles Wort. Am schönen Tag aber sehen wir Gesicht in Gesicht, Ach in Ach. Heut verstehe ich bloß prägeles Weiß, aber dann werde ich alles verstehen, wie ich ganz und gar verstanden werde. Bis dahin haben wir den Glaube, die Hoffnung und die Liebe. Die drei, die Liebe aber, ist die größte Kraft unter allen. Dein Wort, Herr, sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Halleluja. Alle Schwäne sind weiß. Wie können wir prüfen, ob dieser Satz wahr ist?
Wir kümmern uns gar nicht um weiße Schwäne, sondern suchen nach Exemplaren, die nicht weiß sind. Denn 1000 weiße Schwäne beweisen nichts. Aber ein einziger schwarzer, grauer, gelber, grüner oder blauer Schwan beweist, dass der Satz falsch ist. Dabei orientieren wir uns an einem bescheidenen, aber produktiven Wahrheitskonzept, nämlich: Eine Aussage gilt so lange als wahr, solange sie nicht widerlegt ist. Solange Erfahrungen, Befunde und Erkenntnisse Widerlegungsversuchen widerstehen, gelten sie als wahr. Der Philosoph Karl Popper sagt: Wir wissen nicht, wir vermuten nur. Und an anderer Stelle sagt er sogar: Wir wissen nicht, wir raten. Diese Einschätzung hat Popper auch auf die Naturwissenschaften bezogen, die er sehr, sehr verehrt hat. Dem entspricht auch eine hochkarätige Naturwissenschaftlerin, sagte kürzlich: Unsere neuesten Erkenntnisse sind der aktuelle Stand unserer Irrtümer. Auf der Basis dieser Bescheidenheit werden gewaltige Gebirge von brauchbarem Wissen geschaffen, auch wenn die meisten Erkenntnisse immer wieder durch bessere oder ganz andere ersetzt werden müssen. Kostbare Erkenntnisressourcen sind Neugierde, Fragen, Zweifel, Kritik, Fragen. Wissenschaft und Glauben sind sehr unterschiedliche Versuche, die Welt zu verstehen. Gemeinsam aber haben sie, dass die Wahrheit längst nicht mehr als Fels aus Granit gedacht werden kann. Wahrheit ist filigran, komplex, vielschichtig, schwebend, verletzlich, wandelbar. Spätestens seit der Aufklärung wissen wir, wir haben nicht die Welt im Kopf, sondern Weltbilder, Vorstellungen von der Welt. Diese Vorstellungen entstehen durch Wahrnehmen, Fühlen und Denken, durch Projektion, Fantasie, Konstruktion und Kommunikation. Und durch unendlich viele Wechselwirkungen zwischen diesen Prozessen über Jahrtausende und unter Beteiligung von Milliarden von Menschen. An der Welt als Vorstellung, als Konstrukt ist nichts Anstößiges und Beschämendes. Es ist einfach so. Gerade vom Christentum geht mehr Segen aus, seit Christen nach und nach Abstand nehmen vom Alleinvertretungsanspruch über die Wahrheit. Wo dies noch nicht geschieht, schadet es dem christlichen Glauben, etwa wenn wir an das Projekt Ökumene denken. Objektive Realität und unsere konstruierten Wirklichkeiten korrespondieren natürlich, sind aber nicht identisch. Die Sehnsucht nach dem Paradies ist auch die Sehnsucht nach Vollkommenheit in Wahrheit. Der Apostel Paulus beschreibt diese offene Wunde des Menschen philosophisch und poetisch im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 13, das wir vorhin gehört haben. Ganz anders als kritisch Neugieriges funktioniert fundamentalistisches Bewusstsein. Statt ums Verstehen, das sich immer wieder auch als Missverstehen erweisen könnte, geht es ums Überzeugtsein von etwas. Etwas ist wahr, weil ich daran glaube. Und es wird umso wahrer, je heftiger ich daran glaube. Die vollkommene Wahrheit, die wir als Teil des Paradieses erhoffen, wird in einer Art Besessenheit ins Diesseits gewählt. Der Satz, alle Schwäne sind weiß, wird bewiesen, indem man alle weißen Schwäne einfängt und in einen Käfig sperrt. Gerne werden dazu braune Spatzen, rote Reiter und graue Katzen weiß lackiert und als Schwäne im Wahrheitskäfig gefangen gehalten.
Wer schwarze Schwäne, weiße Raben oder gar einen Turm aus blauen Pferden zieht, wird ausgegrenzt, ist Verräter, Verbrecher oder krank. Er wird zum Käfig mit den weißen Schwänen geschleppt, um sich der einzig gültigen Wahrheit zu beugen. Wie diese Wahrheitsbeweise ausgehen, zeigt die Inquisition in Europa und viele andere Fundamentalismen bis zum heutigen Tag. Hitler, Stalin, Mao Zedong, Islamischer Staat und viele andere religiöse, politische, kommerzielle, digitale und geheimdienstliche Fundamentalismen. Die Liste dieser besonderen individuellen und kollektiven Geisteszustände wird in unseren Tagen wieder länger. Mit den heftiger werdenden Krisen in der Welt nimmt die Versuchung zu, Angst und Unsicherheit durch felsenfeste Überzeugungen zu bannen. Gewissheit statt Wahrheit. Dabei gibt es die Wahrheit, aber eben nicht als Gewissheit. Glaubensgewissheit ist ein Widerspruch in sich, Wissensgewissheit auch. Sollten wir deshalb vom Glauben, von Philosophien und auch alltagsweltlichen Weltbildern fernhalten? Keineswegs. Wissenschaft, Kunst, Philosophie, Glaube und Alltagserzählungen können helfen, uns selbst und die Welt zu verstehen und zu gestalten. Juden und Christen, Muslime und Buddhisten, Agnostiker und Atheisten und all die anderen dürfen, können und müssen glauben. Auch Atheismus und Agnostizismus sind Glaubensvorstellungen. Der Sozialwissenschaftler Paul Watzlawick sagt, nicht kommunizieren können wir nicht. Ich möchte diese Aussage übernehmen und übertragen und sagen, nicht glauben können wir nicht. Das Vermögen zu glauben gehört zu den Kernbegabungen des Möglichkeitswesens Mensch, wie Sprache und Denken. Wir können diese Erbschaft des Lebens unendlich vielfältig aufnehmen, leben und entwickeln, auch verkümmern lassen, aber wir können diese Erbschaft nicht zurückweisen. Wir sind zum Glauben verdammt und zum Glauben befreit. Und unser Glaube wird nicht geschwächt, sondern gestärkt und menschlicher, wenn wir die Erfahrung nicht verdrängen, dass alles auch ganz anders sein könnte. Das Gottesbild, das uns in der Weihnacht geschenkt wird, ist ein revolutionäres bis zum heutigen Tag. Wie es scheint, sind wir ihm auch nach 2000 Jahren noch nicht gewachsen. Was für ein Leuchten, was für eine Wärme, welche Freude, welches Glück, welchen Frieden schenkt uns die Weihnachtsgeschichte als eine Art Vorahnung, Vorfreude auf das große Leuchten und die himmlische Freude, auf die wir hoffen. Wir dürfen die Gottesvorstellung aus der Weihnachtsgeschichte als Geschenk annehmen. Gott ist Kind, Gott ist Mensch, Gott ist nicht Gewalt, sondern Zärtlichkeit, nicht Allmacht, sondern Verletzlichkeit. Gott ist Liebe. Dieses Gottesbild hat große Konsequenzen für unser Selbstbild als Menschen und unseren Umgang mit uns und der Welt. Es scheint mir der eigentliche Auftrag der Weihnachtsgeschichte, uns individuell und gemeinschaftlich ernsthaft mit diesen Konsequenzen auseinanderzusetzen. Wenn die Geschichte vom goldenen Kalb in Exodus 32 von einem Kurpfälzer aufgeschrieben worden wäre, hätte er der Deutlichkeit halber vermutlich vom Tanz ums goldene Rindvieh gesprochen.
Selten zeigt sich der Mammon-Kult, so dreist, so fundamentalistisch wie in der Weihnachtszeit. X-Mass mit dem Ho, Ho, rufenden Hanswurst namens Santa Claus als karnevalesker Höhepunkt auf der globalen Fang- und Umsatzmeile zwischen Halloween und Fasnacht. Ich wünsche uns, dass wir dagegen das Geistes- und Herzensgold der Weihnacht bewahren, pflegen und weitergeben. Das Kind in der Krippe als Frucht der unendlichen Liebesgeschichte des Menschen mit sich selbst und mit Gott. Fürs neue Jahr wünsche ich uns und den Menschen auf der Welt Frieden, Gesundheit, Lebensfreude und Gottes Segen. Möge gelingen, die sich gegenseitig aufschaukelnden Fundamentalismen zu überwinden, und mögen wir aufhören, auf Mutter Erde herumzutrampeln, als wäre sie unser Feind. In diesem Sinne wünsche ich ein gutes christliches Jahr 2015, jüdisches Jahr 5775, muslimisches 1436, buddhistisches 2559 und Anfänge in Liebe ohne Zahl, mitten in dem, das immer war, ist und sein wird. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Gott spricht Dialekt. In der heutigen Predigt will ich Ihnen diesen Satz beweisen. Mit philosophischer Strenge beweisen. Das heißt, ich mute Ihnen jetzt gleich einige Denkbemühungen zu, die vielleicht ein wenig anstrengend sind. Hoffentlich schalten Sie nicht innerlich gleich ab, sondern gehen freundlich aufmerksam mit. Also, Gott spricht Dialekt. Wie beweist man so einen Satz? Dass das mit der Induktion nicht funktioniert, hat uns Professor Schwöbel eben mit seinem Käfig voller Schwäne eindrücklich demonstriert. Ein Satz Gottes auf Hochdeutsch würde ausreichen, um den Satz Gott spricht Dialekt zu widerlegen. Oder? Haben Sie den Fehler bemerkt? Genau, ein Satz Gottes auf Hochdeutsch würde nicht den Satz Gott spricht Dialekt widerlegen, sondern den Satz Gott spricht nur Dialekt
Ein kleiner, aber wichtiger Unterschied. Dass Gott nur Dialekt spricht, möchte ich aber gar nicht behaupten. Ich glaube, das könnte man auch gar nicht beweisen, weil es nämlich einfach nicht wahr ist. Aber das kann ich auf die Schnelle jetzt auch nicht beweisen. Also, Gott spricht jedenfalls auch Dialekt. Dieser Satz nun scheint zunächst ziemlich leicht zu beweisen zu sein, denn ein Satz Gottes auf Monomerisch würde dafür ausreichen. Oder einer auf Karlsruherisch. Oder auf Platt. So ein einziger Satz Gottes auf Dialektisch müsste doch zu finden sein, oder nicht? Aber da stoßen wir gleich auf das nächste Problem. Der Satz "Gott spricht jedenfalls auch Dialekt" lebt von zahlreichen Voraussetzungen, von denen Gott spricht überhaupt nur die naheliegendste Voraussetzung ist. Die grundlegende Voraussetzung ist, dass es überhaupt sinnvoll ist, von so etwas wie Gott zu reden. Aber Sie, die Sie heute zum Gottesdienst gekommen sind, teilen diese Voraussetzung sicherlich. Ich muss sie also nicht erst beweisen. Und dass Gott spricht, das steht schon in der Bibel. Zum Beispiel im Hebräerbrief. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat, zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Das war jetzt ein Schriftbeweis. Und mit den Schriftbeweisen hat das so seine eigene Bewandtnis. Aber jedenfalls haben die Propheten Hebräisch und hat Jesus Aramäisch gesprochen. Das reicht kaum aus als Beleg für unseren Satz, Gott spricht jedenfalls auch Dialekt. Es sei denn, man würde das Aramäische als hebräischen Dialekt beschreiben wollen, aber darüber ist die Sprachwissenschaft längst hinaus. Ist also unsere Schwierigkeit, einen überlieferten Satz Gottes in einem beliebigen Dialekt zu finden, schon ein Beleg dafür, dass unser Satz falsch ist? Aber das wäre wieder ein induktiver Schluss und also nicht zulässig. Weiter. Gott spricht jedenfalls auch Dialekt. Eine sehr elegante Beweismethode ist immer, das Gegenteil der Behauptung zu widerlegen. Denn wenn das Gegenteil eines Satzes nicht wahr ist, dann ist der Satz selber wahr. Das folgt aus dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten. Wenn die Queen ist tot nicht wahr ist, dann lebt sie. Ich muss also nur die Gelegenheit bekommen, mit der Queen zu Abend zu essen, um zu beweisen, dass sie noch am Leben ist. Aber auch dieser Beweis könnte in der Praxis schwierig sein. Was wäre nun das Gegenteil von Gott spricht Dialekt? Jedenfalls nicht Gott spricht Hochdeutsch. Sonst hätten wir Gott auf die deutsche Sprachfamilie eingeschränkt. Und so beschränkt ist Gott sicher nicht. Hat er doch, wie gesagt, sich den Propheten verständlich gemacht und durch Jesus jedenfalls Aramäisch gesprochen. Das Gegenteil von Gott spricht Dialekt ist, Gott spricht nicht Dialekt. Können wir diesen Satz widerlegen? Ganz bestimmt. Stellen wir uns einen Menschen vor, der nur Dialekt spricht. Spreche Gott nun nicht Dialekt, könnte er sich diesem Menschen nicht verständlich machen. Das aber ist ausgeschlossen. Gott kann sich jedem Menschen verständlich machen. Also muss Gott jedenfalls auch Dialekt sprechen. Quod erat demonstrandum, was zu beweisen war, und damit wäre die heutige Predigt auch schon am Ende. Aber irgendwie war das noch gar keine richtige Predigt. Ich habe zum Beispiel noch gar keinen Predigttext vorgelesen. Und aus meinem, ich bitte mir die Koketterie nachzusehen, aus meinem relativ starken Eingangssatz, Gott spricht Dialekt, ist unter der Hand ein ziemlich schwaches, Gott kann jedenfalls auch Dialekt sprechen geworden. So geht das leider schnell, wenn wir Gott mit den Mitteln formaler Logik zu Leibe rücken. Das, was wir von ihm sagen können, bleibt dann im Grunde auf das reduziert, was aus dem Begriff Gottes selber folgt. Und das ist relativ wenig und relativ abstrakt und wärmt keine Herzen. Fangen wir also nochmal von vorne an. Ich lese den Predigttext für den heutigen vierten Sonntag im Advent. Wir haben ihn vorhin schon gebetet. Es ist das Magnificat
Der Lobgesang Mariens aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Gott spricht Dialekt. Und zwar den Dialekt der zu kurz gekommenen, der an den Rand gedrängten, der Aussortierten und unter die Räder gekommen. Auch das kann man unter Dialekt verstehen. Laut Wikipedia ist ein Dialekt die örtliche, regionale Ausprägung einer Sprache. Dazu kommt aber noch etwas anderes. Nicht jeder Monomer spricht Monomerisch. Ich zum Beispiel nicht. Aber ich bin ja auch kein richtiger Monomer. Dialekt hat auch eine soziologische Komponente. Soziale Gruppen prägen ihre eigenen Sprachmuster aus. Denken Sie zum Beispiel an die Jugendsprache mit ihren Neologismen wie Swag oder Ich feier dich. Dieses Phänomen nennen manche Soziolekt. Aber weil beide, Dialekt und Soziolekt, von denselben Voraussetzungen leben, auf vergleichbaren Prämissen beruhen, deshalb möchte ich sie gern gemeinsam verstehen. Soziolekt und Dialekt sind ein Ensemble von sprachlichen Varianten gegenüber einer Standardsprache, beim Dialekt aufgrund räumlicher, beim Soziolekt aufgrund sozialer Nähe der Sprecher. Das echte Monomerisch findet sich eben eher im Jungbusch als in der Raststadt. Und Jugendsprache findet sich eher in Schulen als in Abendakademien. Und Gott spricht Monomerisch. Und Gott spricht Jugendsprache, weil Gott alle anspricht. Und bevorzugt spricht er die an, die sonst wenig ansprechend sind. Mägde, Niedrige, Hungrige nennt Maria, wahrscheinlich weil sie diese Lebensumstände aus eigener Anschauung kannte. Und die anderen, die spricht Gott auch an. Die Hoffärtigen, die Gewaltigen und die Reichen. Man wird vermuten dürfen, dass er mit ihnen die Standardhochsprache spricht. Und mit beiden, den Niedrigen und den Hohen, redet Gott umwerfend deutlich. Er kehrt die Verhältnisse um. Was unten war, wird erhoben. Was oben war, landet auf dem Boden der Tatsachen. Wer sich selbst genug ist, bekommt auch nicht mehr als sich selbst. Wer aber bedürftig ist, dessen Bedürfnis wird gestillt. Wer die eigene Macht und Wohlfahrt gewalttätig aufrechtzuerhalten versucht, bekommt gewaltig eins auf die Mütze. Und wer hat, ohne zu geben, wird auch das verlieren, was er hat. Die aber, die nicht haben, ihren Hunger zu stillen, werden voll von Güte. Das ist schon umwerfend deutlich. Und die, die wie Maria den Soziolekt der Underdogs sprechen, die verstehen sofort die Brisanz des Wortes Heiland, mit dem Maria Gott anspricht. Und Maria freut sich. Maria ist geradezu erfüllt von der Freude über dieses umstürzende Reden Gottes. Über diesen Gott, der alle anspricht, deutlich, sodass er verstanden werden kann. Der kommt, um den Worten Taten folgen zu lassen. Im Stundengebet der Nonnen und Mönche, ihr Lieben, gehört das Magnificat in die Vesper, wird also jeden Abend gebetet. Und
in dem die Mönche und die Nonnen, in dem Priester, in dem viele auf der ganzen Welt jeden Abend dieses Gebet nachsprechen, üben sie sich ein in die Freude Mariens über den kommenden Heiland in aller ihrer Brisanz. Liebe Gemeinde, wenn Gott jedenfalls auch den Soziolekt der Underdogs spricht, dann sollten wir das jedenfalls auch tun. Das war jetzt zwar ein Schluss vom Sein auf das Sollen und als solcher ein naturalistischer Fehlschluss, wie wir seit David Hume wissen. Er ist nicht logisch zwingend. Aber wer einstimmt in die Worte Mariens, der wird merken, welche Freude von dieser Umkehrung der Verhältnisse ausgeht. Und wer das Magnificat mitbetet, ist mit Maria jedenfalls in bester Gesellschaft. Amen. Auf das gehörte Wort Gottes antwortet die Gemeinde seit alters mit ihrem Glaubensbekenntnis. Hans-Peter Schlügel wird zunächst mit seinem persönlichen Glaubensbekenntnis antworten und danach sprechen wir das apostolische Glaubensbekenntnis. Mein persönliches Glaubensbekenntnis. Wir Menschen sind in ein unendliches Universum geworfene Winzlinge, die an der Größe dieses Universums und an ihrer eigenen Kleinheit und Mangelhaftigkeit eingehen würden, fühlten wir uns nicht umfangen von einem bewahrenden, liebenden, tröstenden, verzeihenden, lebendigen. Glauben heißt wünschen. Glauben heißt sich sehnen. Alles Beten ist Ausdruck von Sehnsucht, alles Wünschen und Hoffen auch. Im Innersten allen Glaubens wohnt eine tiefe Sehnsucht, die zu uns Menschen gehört wie die Sprache, das Gewissen und der aufrechte Gang. Glauben heißt lieben. Das ist nicht im übertragenen Sinne gemeint, sondern es entspricht der Bedeutung des deutschen Wortes Glauben. Glauben, mittelhochdeutsch geloben, althochdeutsch geloben, gotisch galaubian, niederländisch geloven, altenglisch gelifan, das heißt lieben, für lieb halten. Im Englischen believe ist die innige Verwobenheit von Glaube und Liebe noch gut zu erkennen. Ich sehne mich nach angenommen werden, weil ich ohne das Du mich selbst nicht fassen kann. Du heißt das Licht am Ende des Tunnels. Ich sehne mich nach bewahrt und behütet werden, weil ohne Hand, die mich schirmt, Wut und Ängste mich verschlingen. Ich sehne mich nach Vergebung und Versöhnung, weil ich fehlbar bin und zum Bösen fähig. Ich sehne mich nach Trost, weil Trostlosigkeit lähmt und kältet. Ich sehne mich nach Liebe, die mich nimmt, wie ich bin, und mir dennoch
Veränderung und Entwicklung abverlangt. Ich sehne mich nach Gerechtigkeit, weil Ungerechtigkeit die Welt entzweit. Ich sehne mich nach dem Guten, weil ich unter dem Bösen leide. Ich sehne mich nach der Wahrheit. Ich sehne mich nach Erlösung. Ich sehne mich nach Erleuchtung. Ich sehne mich nach dem ewigen Leben, weil ich im großen Licht leben und im großen Gesang wohnen möchte. Weil ich vor jeder Kuppe und jeder Wegbiegung wissen möchte, wie es dahinter weitergeht. Ich sehne mich nach dem ewigen Leben, weil ich nicht aufhören will. Zu den Themen, die uns um die Weihnacht herum besonders beschäftigen, gehört für mich auch die Frage, was dann das sei heilig. Wir hören vom Heiland und vom heiligen Paar. Und ich habe versucht, mich der Frage, was ist mir heilig, so zu nähern. Die Würde des Menschen speist sich nicht aus seiner Kraft, sondern aus seiner Verletzlichkeit. Menschen und Völker, die die heilige Ehrfurcht vor der Verletzlichkeit verlieren, bewegen sich auf einen Abgrund zu. Dies scheint mir die wichtigste Botschaft von Krippe und Kreuz. Gott ist nicht allmächtig, sondern zutiefst verletzlich, heilig. Vielleicht erfüllt sich in dieser Eigenschaft unsere Ebenbildlichkeit zu Gott am meisten. Das Lebendige unterscheidet sich vom Toten durch seine Verletzlichkeit. Die Einsicht in diese zentrale Qualität alles Lebendigen ist eine der wichtigsten Antriebe für Zivilisation. Im Umgang mit kleinen Kindern, aber auch alten Menschen spüren wir die humanisierenden Impulse, die davon ausgehen, besonders leibhaftig. Ich bin mal während eines Urlaubs in Irland jeden Tag auf meinen Wanderungen an einer alten Frau vorbeigegangen, die saß vor einem sehr alten Haus und konnte sich offenbar nicht mehr bewegen. Man hat sie offenbar da hingesetzt. Und im ländlichen Raum in Irland grüßt natürlich jeder jeden, auch wenn man sich nicht kennt. Und wenn der andere nicht zurückgrüßt, dann nicht, weil er sich durch den Gruß belästigt fühlt, sondern weil er es nicht kann. Und diese Frau konnte sich nicht mehr bewegen, konnte nicht mehr zurückgrüßen. Und dabei ist folgendes Gedicht von mir entstanden. Antlitz, das Entgegenblickende. Das Wort Antlitz bedeutet das Entgegenblickende. Steif auf ihren Stock gestützt, steif der freie Arm, sie kann nicht winken, kann nicht nicken, erwidert die baumalte Frau meinen Gruß mit ihren Augen, mit ihrem Blick, mit einem atemfeinen Anheben der Wangen oder huschte ein Blühen über ihr Angesicht. So warm, so leuchtend, die Würde des Menschen ist Frucht, ist Duft, ist Klang und zartes Berühren. Die Würde des Menschen ist Knospe und Blüte, die Würde des Menschen ist antastbar, heilig. Aber wie immer unser Konzept von heilig auch beschaffen sein mag, es darf nicht dazu missbraucht werden, Kritik und Satire zu unterbinden, Recht, Pflicht, Befähigung und Bereitschaft, Kritik zu üben und anzunehmen, sind selbst heilig, insoweit sie zusammen mit der Achtung vor der Menschenwürde zum Kern zivilisierter, demokratischer Gesellschafts- und Persönlichkeitsverfassung gehören. Es gibt keine menschliche Möglichkeit, der Diktatur des Unrechts, des Irrtums und der schlechten Qualität Einhalt zu gebieten, als die Kritik. Gläubige und Ungläubige,
Kritische Rationalisten und Spötter müssen einander aushalten. Besser sich als Geschwister erkennen. Glaube und Glaubenskritik, Religion und Religionskritik gehören zum Kulturerbe der Menschheit. Dazu gibt es keine Alternative außer der Barbarei. Ich bin sicher, jeder und jede entdeckt in dem einen oder anderen Satz etwas, das zur Zustimmung reizt. Und ich bin genauso sicher, jeder und jede entdeckt in dem einen oder anderen Satz etwas, das zur Kritik anregt. Das alte apostolische Glaubensbekenntnis ist da ganz ähnlich. Aber es ist das Band, das uns Christinnen und Christen mit denen verbindet, die vor uns geglaubt haben und mit denen, die nach uns glauben. Schließen wir uns zusammen mit der weltweiten Christenheit, indem wir unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Lass uns Fürbitte halten. Gott, du Freude, die wir nötig haben, komm doch und bereite uns, dein Weg zu sein in dieser alt gewordenen Welt. Stärke unsere Herzen zu Herzen, die dich erwarten. Erneuere unsere Gedanken mit dem Sinn für dein umstürzendes Handeln. Verwandle unsere Vernunft zu dem Geist, der deinen Verheißungen traut. Komm, denn wir brauchen deine erneuernde Kraft. Wir sind mit unseren Vorbehalten wohl oft die Ursache, dass du noch lange unterwegs bist, auf beschwerlichem Weg in diese Welt. Wie oft haben wir dich abgewiesen durch Gewohnheit und Unverstand. Wie leichtfertig haben wir den Segen deiner Zusagen vertan. Wie viel Mühe macht dir unser alter Sinn? So komm nun, Gott, komm endgültig, damit die Hoffnung nicht vergeht, sondern Freude auflebt, Zuversicht wächst, Friede einkehrt unter uns verängstigten Menschen auf dieser verwirrten Erde. Wir warten, Gott, und bitten, komm. Amen. Bitte nehmen Sie noch einmal Platz.
Furcht in meinem letzten Beitrag vortragen möchte, möchte ich mich herzlich bedanken bei Pfarrer Schulz für die Ermutigung und Bereitschaft, diesen Gottesdienst mit mir zusammen zu wagen. Und Ihnen danke ich für Ihre Zuwendung und Aufmerksamkeit. Ich spreche zum Vater Unser. Das wichtigste Gebet im Christentum ist wohl das Vater Unser. Vor uns ragt es wie eine gotische Kathedrale. Gewöhnlich wird es von der ganzen Gemeinde gebetet, während der Klang der Glocken über der vielstimmigen Einheit schwebt, das Gebet in den Himmel trägt und hinaus zu denen, die nicht am Gottesdienst teilnehmen. Das Vaterunser stärkt die Gemeinschaft der Menschen. Allerdings gibt es auch kaum ein Gebet, das so in Gefahr steht, gedankenlos geplappert zu werden. Damit könnten wir im Gegensatz geraten zu dem, was Jesus laut Matthäus Evangelium unmittelbar zuvor sagte und womit er sein besonderes Gebet begründete. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. So steht es in Matthäus 6, 7. Deshalb glaube ich, wir sollten unter diesem großen Gebet durchaus auf eine ritualisierte Weise innerlich zusammenfinden, aber auch das Wagnis eingehen, uns ihm neu zu nähern, um Wahrheiten zu entdecken, die uns bisher verborgen geblieben oder im Laufe der Jahrhunderte entglitten sind. Für mich bietet die Übertragung des Gebetes in meinen geliebten Mannheimer Dialekt eine Herausforderung und Möglichkeit, das Vaterunser wieder zu entdecken. Im Anfang meiner Entdeckungsreise ins Wohlvertraute und Unbekannte steht, dass Jesus auf Aramäisch, wir haben es schon gehört, das war seine Muttersprache, auf Aramäisch gesagt hat, Abba, und das heißt nicht Vater, sondern Papa. Er lädt also dazu ein, Gott auf eine sehr persönliche, familiäre, innige und liebevolle Weise anzusprechen. Gerade dies steht wohl für ihn im Gegensatz zum Geplappere. Wenn wir nun versuchsweise das schöne, aber auch von Distanz geprägte Wort Vater durch Papa ersetzen, klingt ein ganz anderer Ton an, der Folgen hat für das gesamte Gebet. Ich entscheide mich also für Papa, monomerisch, Babbe. Ich gehe weiter. Wir verstehen heute wieder besser als manche Generation vor uns, dass wir uns Gott nicht nur väterlich, sondern ebenso auch mütterlich vorstellen können. In der Bibel finden sich etliche Stellen, die ausschließen, sich Gott einfach männlich, väterlich zu denken. Zum Beispiel bereits im ersten Buch Moses 1, Vers 27, da heißt es: Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie einen Mann und ein Weib. Ich erfinde für das, was ich sagen will, das Wort Babbe-Mamme oder Mamme-Babbe. Das können Sie persönlich entscheiden, was Ihnen lieber wäre. Das mag uns nicht mehr so befremdlich erscheinen, wenn wir uns eine Sprache vorstellen, in der ein solches Wort für Eltern steht. Und ich bin sicher, es gibt Dutzende Sprachen auf der Welt, in denen die Kombination aus Vater und Mutter das Wort Eltern bedeutet. Im inneren Verständnis des Vaterunser, wie ich es ins Mannheimerische übertragen habe, lasse ich mich leiten von Ernesto Cardenal und seinen formal ungebildeten, aber sehr klugen Bauern von Solentiname in Nicaragua, die sich in ihrer legendären Bibelarbeit in den 70er Jahren auch ausführlich mit dem Vaterunser befasst haben. Kardinal weist darauf hin, dass im Himmel im Hebräischen einfach eine Umschreibung für Gott darstellt. Im Judentum ist es bekanntlich verboten, seinen Namen auszusprechen. Das erinnert uns wieder daran, dass Jesus sein Leben lang Jude war und dass das Vaterunser das Gebet eines Juden ist. Und ich trage es Ihnen nun vor, wie ich es in unserem Dialekt übertragen habe. Unser Babbe Mamme Gott, dein Name so leuchte in uns.
Deine Welt von Gerechtigkeit, Liebe und Barmherzigkeit soll zu uns kommen. Wir auf der Erde und das ganze Weltall sollen machen, was du willst. Jeden Tag gib uns so viel Brot, wie wir brauchen. Vergib uns unsere Schuld, dass wir uns ändern können, und hilf uns, denen zu vergeben, wo sie sich an uns schuldig machen, dass die sich auch ändern können. Und lass uns nicht schwach werden. Hilf uns lieber aus unserer Bosheit, Dummheit, Herrschsucht und Angst. Weil die Welt ist dein und die Kraft und das große Licht in Ewigkeit. Amen. Wir wollen gemeinsam das Vaterunser sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Sage ich aber nicht mehr viel. Nur noch dies, herzliche Einladung zu den Gottesdiensten in der Weihnachtszeit, die für die Christuskirche finden Sie auf den roten Faltblättern, die wir Ihnen am Ausgang gerne in die Hand drücken möchten. In der Friedenskirche findet der Gottesdienst am Heiligen Abend um 17 Uhr statt und danach laden wir alle, die möchten, herzlich zur offenen Weihnacht in die Friedenskirche ein. Ein geselliger Weihnachtsabend mit gemeinsamem Essen. Silvesterkonzerte am 31.12. am Altjahrsabend, wie immer um 20.15 Uhr. Diesmal ein Konzert in der Christuskirche mit Musik aus Barock und Klassik. Die Sinfonietta Mannheim spielt unter der Leitung von Johannes Michel. Und um 22.30 Uhr das traditionelle Orgelfeuerwerk in der Christuskirche. Natürlich wieder mit Pomp und Circumstance. Anna Linz an der Orgel. Den Wochenspruch haben Sie schon ganz am Anfang gehört. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Und weil doch einiges Humoristische angeklungen ist heute im Gottesdienst, will ich Ihnen gerne noch eine Geschichte zu diesem Wochenspruch erzählen. Es war in meinem theologischen Examen. Ich hatte das Schwerpunktthema Philipperbrief. Und der Prüfer fragte mich nun, Herr Scholk, was steht denn im Philipperbrief? Dann sagte ich, freut euch in dem Herrn alle Wege. Guckte mich an und sagt, aber es steht doch bestimmt noch was drin. Dann sagte ich, und abermals sage ich, freut euch. Da hing mein Examen aus seidenen Faden. Das ist nicht eine Geschichte, die ich erlebt habe. Ich finde sie nur sehr lustig. Sie hat mein theologischer Lehrer Eberhard Jünger erzählt. Und ich finde es ganz schön, weil es auf den Punkt bringt, was uns in der Adventszeit bewegt, was der Inhalt des ganzen Philipperbriefs ist, der Inhalt der ganzen Schrift. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Mit dieser Nähe gehen wir in die kommende Woche, die uns Weihnachten bringen wird. Der Herr segne euch und behüte euch.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über euch und gebe euch Frieden.